Servus Freunde der taktischen Unterhaltung, mein Name ist Tactical Viper und erinnert ihr euch noch, wo ich vor ein paar Monaten mal gesagt habe, dass bald in Verdun was ganz groß auf uns zukommt? Nun, heute ist es endlich soweit, wo ich euch wenigstens ein kleines Prozentchen zeigen darf, was euch in den nächsten Monaten in Verdun so erwartet. Am Sonntag gegen Mittag kam dann auch ein Verdun-Post auf der Facebook-Seite und da stand drinne husch husch. Und ich habe mir erstmal dabei nichts gedacht, weil ich mir dachte, okay, gut, ist ein Bild von Verdun, aber da ist mir auch gefallen, Mensch, warte mal, die Karte oder das, was uns gezeigt wird auf diesem Bild, das ist ja gar nicht das, was wir in Verdun haben. Ja, wir haben ja dort nur Trench Warfare, wir haben da ein paar Karten. Das Einzige, was uns so ein bisschen an Wald erinnert, ist die N-Karte und plötzlich taucht auf der Facebook-Seite so eine Art, ja, ost-westeuropäischer Nadelwald auf und ich dachte mir, Mensch, der sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus, habe ich so noch nicht in Verdun gesehen, vielleicht habe ich es verpasst, vielleicht kommt eine neue Karte. Und dann ist mir aufgefallen auf dem Handy, Mensch, du kannst das Bild ja drehen, das ist nämlich ein 360-Grad-Foto gewesen. Und naja, ich habe das Ding mal gedreht um 180 Grad und habe dann das hier gesehen. Und das, wenn ihr schon genau hinguckt, sind die Russen, ja. Die russische Armee kommt also bald in Verdun rein. Wann es soweit sein wird, kann ich euch noch nicht sagen, aber was ich euch schon sagen kann ist, sie werden kommen. Das schon bald und am 24. Mai, also in 2 Tagen, gibt es dazu von mir nochmal ein paar weitere Informationen, denn da wird schon, sag ich mal, die erste Bombe geplatzt, jedenfalls laut den Entwicklern. Was wir auf dem Bild erkennen können, ist ein osteuropäischer Wald und 2 neue Waffen, einmal ein Kavallerieschwert und natürlich die legendäre Mosin Nagant. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, ist die bessere Optik vom Spiel. Das kann natürlich jetzt Einbildung sein, aber ich glaube, die haben so ein bisschen an der Grafik-Engine geschraubt. Denn wenn wir uns mal das Originalbild anschauen, und das müsst ihr jetzt leider mal bei Facebook und Twitter tun, die Links dazu sind in der Videobeschreibung, denn hier im Video sieht man leider nur einen Ausschnitt des Screenshots, weil wie gesagt 360 Grad und das ist nicht so ganz einfach rauszukopieren und dann halt ein gutes Auflösungsverhältnis bekommen. Das ist halt einfach ein bisschen matschig jetzt geworden. Aber schaut euch mal das Bild an und guckt mal auf die Texturen und sagt mir mal, ob ihr genauso ähnliche Gedanken habt und sagt, Mensch, das sieht irgendwie im Vergleich zum jetzigen Spiel besser aus. Vor allem stelle ich mir gerade die Frage, was bekommen wir eigentlich jetzt damit? Bekommen wir eine neue Armee, bekommen wir ein DLC, bekommen wir ein völlig neues Spiel damit? Das wissen wir leider nicht und ich kann es euch leider auch nicht sagen. Was ich schon wusste, war eben, dass die Russen kommen werden. Das wusste ich schon im letzten Jahr so gegen Gamescom, nach der Gamescom rum, dass da sowas kommen wird. Aber was wir wirklich bekommen werden, das können wir momentan nur spekulieren bis zum 24., wenn überhaupt das dort geklärt wird, was wir bekommen werden. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare so ein bisschen mitspekulieren, könnt ihr mal eure Ideen, Wünsche oder sonst was reinschreiben, was ihr denkt zu diesem russischen DLC oder was es auch immer sein wird. Ich für meinen Teil hoffe ja, es wird eine Art ja, Bezahl-DLC für 15, 20 Euro, wo wir eben sagen können, okay, wir wollen gerne an der Ostfront spielen oder eben an der Westfront, sollen wir dann irgendwie im Spiel frei wählen können oder sowas und man kann auf der Karte direkt wählen, Ost- oder Westfront, wäre für mich wahrscheinlich die bessere Möglichkeit, wie es die Entwickler sehen. Weiß ich natürlich nicht. Es kann aber auch sein, was ich auch schon öfters mal gehört habe, dass das vielleicht ein eigenständiges Spiel werden wird, ja. Weil Verdun mit dem Obertitel und dann Untertitel, weiß ich nicht, Ostfront oder Eastfront, das passt nicht ganz, muss ich sagen. Vielleicht bekommen wir also ein eigenständiges Spiel, was eben nicht Verdun heißt, sondern vielleicht Eastfront oder vielleicht in the Name of the Tsar, um einfach mal Battlefield ans auszuwischen. Und das ist auch jetzt so ein spannendes Thema, weil wer bekommt als erstes die Russen? Battlefield oder eben Verdun? Ich für meinen Teil bin schon sehr gespannt, was uns in 2 Tagen erwarten wird, was die Entwickler so ja, für Informationen raushauen werden, was es überhaupt für Informationen geben wird. Vielleicht bekommen wir einfach nur ja, neue Karte und ein paar Russen und das war's. Oder vielleicht bekommen wir wirklich ein eigenständiges Spiel mit viel Inhalt, was nochmal für 20 Euro verkauft werden würde. Würde ich tatsächlich direkt zuschlagen, einfach um mal Danke zu sagen, weil es gab schon so viele kostenlose Inhalte, die nachgereicht worden sind, wie zum Beispiel 80 neue Waffen mit dem Horrors of War DLC. Da kann man auch mal mit so einem Ostfront DLC, wenn es überhaupt was kosten sollte, einfach mal Danke sagen, indem man es einfach mal kauft. Wie gesagt, in 2 Tagen gibt es dazu nochmal ein kleines Update-Video, was daraus wird, was wir bekommen werden und was nicht. Ich bin schon sehr gespannt und wünsche euch natürlich an dieser Stelle einen schönen Tag noch, genießt noch den restlichen Abend und wie gesagt, spekuliert gerne mal in den Kommentaren, was ihr für Ideen habt, für Wünsche und lasst uns mal da so eine kleine Diskussion beginnen. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal, euer Viper.